Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich in Kassel und zwar im kürzlich eröffneten Weber Store in Kassel. Dieser Store hat es besonders in sich und was er genau in sich hat, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt auf jeden Fall dran. Hallo, die Besitzer. Stell dich kurz vor. Ich bin Corinna Hornschuh und bin ganz happy über diesen super schönen Store, den wir jetzt haben. Aber neben dir haben wir ja noch jemanden. Stell dich auch mal kurz vor. Ja, ich bin Markus Hornschuh. Ich bin der Mann von Corinna. Oh, das zeichnet dich aus. Ja, und wir sind stolze Besitzer von einem Weber Store, den dritten in Deutschland. Und ja, haben das Glück, vor einer Woche unseren Store eröffnet zu haben. Sehr gute Einleitung, denn ihr habt es vorhin auch in den Videos gesehen. Ich finde das Ambiente hier toll, aber auch nicht nur dieses Ambiente. Erzähl mal kurz ein bisschen, was gibt es neben diesem Store noch zu sehen, weil das... Achso, ja, wir haben läppische 200 Jahre auf dem Buckel. Wir sind halt... Hat sie sich doch gut gehalten. Also uns gibt es schon sehr lange und wir fühlen uns trotzdem ein wenig als Startup, ja, weil wir einfach immer neue Dinge tun. Wir haben ein ganz buntes Haus und bei uns sind Menschen richtig aufgehoben, die gerne kochen, genießen. Wir haben eine Kochschule schon seit 15 Jahren, eine Grillakademie, wir haben eine Backschule. Also wir haben drei Küchen, wo zeitgleich Kurse stattfinden. Ja. In allen Bereichen, was Kochen, Grillen und Genießen angeht. Ja. Und von daher Cocktailkurse, Bierseminare. Also wir Genuss ist unser Thema. Das Rundumpaket. Ja. Markus, lag es dann nah, dass es dann alleine, weil das aus der Genusswelt jetzt kam, dass dieser Weber Store eröffnet wurde? Oder was hat euch dazu bewegt? Also das Konzept von Weber fanden wir total super, weil es so allumfassend ist, also für den Grill-Spezialisten, für den, der sich mit dem Thema Grillen beschäftigt zu Hause, der findet einfach bei uns alle Dinge, die er dazu braucht, um einen perfekten Grillgenuss für sich und seine Gäste zu erstellen. Ob das Smoken ist, ob das Grillen vom Elektrogrill ist, für den, der in der Stadt ist und vielleicht gar nicht mit einem Holzkohlegrill oder mit einem Gasgrill arbeiten darf, der geht halt, der kriegt bei uns einen perfekten Elektrogrill und kann damit auf dem Balkon grillen, ohne dass irgendwelche Person damit belästigt. Und das macht einfach die Weberwelt total rund. Und das sind so überzeugende Dinge, die uns dazu bewogen haben, so einen wirklich emotional stark geladenen und perfekten Store zu eröffnen. Und ich finde, das merkt man dann auch, weil ihr kommt ja auch gerade aus dieser Genusswelt und ich habe es vorhin auch schon in den Videoaufnahmen gezeigt, da wird auch gerade richtig schön gewerkelt. Das heißt, es springt halt nicht wirklich weit davon weg, dass ihr aus der Genusswelt kommt und den Leuten dann halt aber auch wirklich anhand der Grills das auch gleichzeitig hier auszuprobieren oder ausprobieren zu können. Wie viele Seminare gibt ihr ungefähr im Jahr? Hast du da so? Also wir kochen und grillen täglich. Täglich? Wir haben also einen eigenen Küchenmeister, der also festangestellt bei uns in der Firma seit Jahren ist und der diese Dinge begleitet und perfektioniert und lebt. Ja, lebt. Und lebt. Haben wir jetzt das Glück, dass er auch ein passionierter Griller ist, also seit Jahren einen Summit zu Hause hat, also nicht nur einen Summit. Er hat einen Grillkurs gegeben und dann hat er gesagt, okay, jetzt weiß ich, den Summit, das ist meiner. So ist auch mein Lieblingsgrill. Ja, der kann halt alles. Ne? Der kann halt alles auf dem Grill. Und also eine super wichtige, witzige Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich erzählen darf. Ja, naja, also ist ja so ein bisschen interner. Hat dann irgendwie versucht, einen bestimmten Nachtisch auf dem Grill zu machen. Und er ist ihm erst nicht gelungen. Und irgendwie abends um 11
war der Meinung, das wäre perfekt. Und dann ist er zu seiner Frau, die schon schlief gegangen, und sagte, Schatz, du musst jetzt probieren. Es ist jetzt soweit, jetzt habe ich's. Und so lebt er das Grillen. Und das ist halt wirklich cool. Und bei uns ist das halt auch so. Ne? Ich trage irgendwelches Gemüse auch, ne? Wollte ich nur mal dazu sagen. Mhm. Auch Gemüse kann man grillen. Trage so irgendwas Gemüse durch die Küche, da sagt mein Mann, wo willst du denn damit hin? Und nimmt es mir ab und geht, also alles, was grillbar ist, kommt bei uns auf den Grill. Und das 12 Monate im Jahr. Also ja, wir nutzen unseren Grill ständig, wobei das natürlich auch so ein bisschen mit Faulheit zu tun hat, denn wenn man auf den Grill grillt, bleibt die Küche sauber. Das finde ich jetzt super. Ja, das finde ich super. Und es macht Spaß, die Küche bleibt sauber. Und das Ergebnis ist einfach super auf dem Grill mit einer Plancha, mit einer Gussplatte habe ich immer die Möglichkeit, alles das, was ich auf dem Herd mache, halt auch auf dem Grill zuzubereiten. Und von daher ist das einfach Entspannung pur, wenn man auch spät abends nach Hause kommt, dann innerhalb von 3 Minuten ist der Gasgrill betriebsbereit und man kann chillen am Grill und ja, für mich ist das Entspannung pur. Corinna, ein paar abschließende Worte. Oh je. Ein paar abschließende Worte. Also, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Kurze abschließende Worte für die Volkschaft. Was erwartet die Kunden hier? Würdest du dich über sie freuen? Aber ich denke mal, ja klar. Ja, natürlich. Ich freue mich über jeden, der hier reinkommt. Und was wir wirklich toll finden, ist, dass es auf allen Sinnen, dass wir auf allen Sinnen Grillen zeigen können. Mhm. Also vorne im Pals ist gerade ein Braten und wir haben hier einfach Dinge, die Kunden anfassen können, riechen, schmecken. Also das ist so eine runde Geschichte. Ne? Wir haben schöne Soßen und viele Dinge, die wir gerne mögen und auch jetzt groß und schön zeigen können. Und von daher ist jeder natürlich herzlich willkommen. Wir freuen uns. Wir haben 1000 Quadratmeter rund um die Küche, also rund um alles, was mit Kochen, Backen, Grillen zu tun hat. Also führen wirklich das gesamte Portfolio. Dadurch, dass wir diese Backschule haben, haben wir da also Fondants bis zu Fondant bei uns im Sortiment, was auch nicht üblich ist. Das heißt, hier können wir wirklich jeden abholen, der Spaß hat, tolle Geschenke zu machen zum Thema Küche. Küchenaccessoires. Ich glaube, da bleiben keine Wünsche offen. Ja, ihr merkt schon, hier seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Stelle, wenn ihr halt wirklich in der Genusswelt verbleiben wollt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Kommen wir zum Ende zu diesem Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video wie immer einen Daumen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder die Internetseite von diesem Weber Store hier in Kassel findet ihr alle auch unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss. Ciao.